Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie reinschauen. Willkommen zu Lanz kocht hier im zweiten Jahr. Und schauen Sie mal, Lea Linster hat angekündigt, ich werde heute dieses Huhn hier verkochen. Eine Poularde Belle Aurore soll das werden. Und wir würden natürlich niemals so weit gehen zu sagen, es sind heute Abend noch andere Hühner im Spiel. Nein, begrüßen Sie sehr herzlich Lea Linster, Cornelia Poletto, Horst Lichter, Alexander Herrmann und Alphonse Schubeck. Keiner hat von den Hähnchen geredet hier bei uns. Niemand. Alphonse, alles gut? Servus, Servus. Ja. Ah. So, also heute wird gekocht und tatsächlich ein richtiges Huhn. Ich war ein bisschen entsetzt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich aber gedacht, nein, Kinder gehen doch heutzutage wahrscheinlich irgendwo über einen Markt oder einen Supermarkt und denken, Hühner werden grundsätzlich ohne Kopf groß. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, einfach mal zu zeigen, dass Hühner tatsächlich auch einen Kopf haben. Das ist ein richtig schönes Huhn und auch ein teures Huhn, Lea. Es ist teuer, aber es ist, finde ich, nicht so teuer, wenn man bedenkt, was das für einen Genuss gibt. Ich wickel es mal aus, damit man auch sieht. Ja. Es hat hier schön seinen Pass dabei. Ja, das kommt auch noch ab hier. Das kommt natürlich auch ab, aber ich werde das hier jetzt nicht so abmachen, sondern eher zeigen. Weißt du, warum ich das machen wollte? Die zeigen oft die Hühner aus diesen Batterien und ich finde das so schrecklich. Und ich liebe Hühner ja so sehr, aber das sind die Hühner, die ich liebe. Horst auch. Die sind so gut. Ich liebe Hühner auch. Und das hier ist auch, ich sagen, seitdem ich verheiratet bin, gucke ich da anders. Und ich habe ja gesagt, so, aber... Das Huhn ist, Horst, weißt du, wenn man, sagen ja glückliche Hühner, ich bin so froh, an dir kann man sehen, wie Glück aussieht. Ja. Du strahlst ja über alles hinweg und das Huhn hier ist auch so glücklich gewesen. Ja, glücklich gewesen, ja gut, dass du das noch mit dem Gewesen noch mal einfügst. Ja. Ist das jetzt, ist das ein Huhn oder ein Gockel? Das hier ist ein Huhn, ein Hahn, ein Huhn. Jetzt sieht man an der Frisur. Siehst du an der Frisur. Aber deswegen auch, weil das ja so schön ist und im Ganzen muss man das mit Hochachtung. Ich sage ja sehr oft, also Lebensmittel und gerade wertvolle Lebensmittel muss man mit Hochachtung behandeln. Das ist ein Bressehuhn, Das ist aus der Bresse und das ist gefüttert mit Körnern, also mit Weizen und so und Milch. Ja, mit Milch. Ja, und das hält das Fleisch auch sehr weiß. Das ist der Grund, warum dieses Huhn so teuer ist. Was kostet dieses Huhn? So ein Huhn, würde ich sagen, kostet so 15, 16 Euro das Kilo. Das Kilo? Ja, und ein schönes, wenn alles so dran ist, wiegt natürlich über 2 Kilo. Ja, also ich würde sagen, man kann rechnen so zwischen 30 und 40 Euro. Wahnsinn. Und da ist noch alles drin, guck, hier ist noch stimmt. zu. Und die Nägel hat ihm auch keiner geschnitten. Schau, nein, und auch nicht lackiert. Das war nicht in der Maniküre. Das ist Wahnsinn. Ja. So, also. Und die kann man auch im schönen Fell sehen, wie gesund die sind. Und das macht wirklich sehr viel. Und die heißen Presshuhn, ne? Presshuhn. Und hier ist ein... Warum heißen die eigentlich Presshuhn? Haben die immer so stark gedrückt oder so? Oder? Ja. Haben wir gerade drüber gesprochen. Also habe ich das nicht gehört. Nein. Entschuldigung, ich war gerade bei meinem Fisch hier. Weil Entschuldigung. Presshuhn. Du bist vielleicht gedrückt, aber die Hühner hier kommen aus der Bresse. Aus der Bresse? Ja. Wo ist die Bresse? Das ist, neben der wo der gute Burgunderwein auch herkommt. Ja. Wo ist das, sagt er? Ja, direkt neben der Drück. Die Bresse und die Drück laufen zusammen. Ja. Wo ist denn? Also. Also ich gebe mich hier mal dran, das hier nehme ich wieder schön mit nach Hause und das hier werden wir zubereiten, okay? Gut, wir machen keine Bresswurst draus, sondern ein richtig schönes Huhn. Nein. Was machst du da heute? Ich koche natürlich meinen Bresshuhn hier mit Meursault, also einen sehr guten weißen Burgunderwein. Und dann binde ich nachher die Soße mit Eigelb und Sahne. Und ich mache das ganz extra, weil das ein klassisches Gericht ist, das heißt Aurore. Hat nichts mit Horror zu tun, sondern Aurore heißt der Sonnenaufgang. Oh. Ja, schön, genau. Das ist. Ja, und. So. Also, freuen wir uns drauf, Lea. Schön, dass du da bist. Wann immer du kommst, die Sonne geht dann sowieso schon beim Betreten der Maske auf. Lea Linster, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns über den Besuch von Deutschlands schönstem Koch. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Alexander Herrmann ist hier bei uns. Der heute ebenfalls mit Geflügel zugange ist.
nämlich Frühlingsröllchen von konfierter Gans und Blaukraut mit Gänsejus, Soja und scharfem Apfeldip. Ja. Ja, Wahnsinn. Und das alles für eine Vorspeise? Ja, wobei man muss ja jetzt sagen, dass ich diese konfierte Gans, also diese Gänsekeulen, das schaffst du natürlich jetzt nicht in einer Viertelstunde. Die habe ich schon. Also einen alten Satz der 80er. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Also die sind schon fertig gegart da. Und ja, wenn man so sehen will, es gibt ja auch mal, wir kommen jetzt in die ganze Zeit rein, einmal eine Situation, dass du ein bisschen ganz übrig hast. Ist nicht alles ganz aufgegessen. Und dann kannst du eben genau hier so kleine Frühlingsröllchen machen und dem Ganzen mit ein bisschen asiatischen Aromen, ganz zart, aber nur so einen neuen Pep geben. Dem Ganzen. Dem Ganzen ganz. Also der ganzen ganz. So, jetzt hast du eben, du sprichst es anders aus. Unser einer sagt konfiert, du sagst konfiert. Konfiert. Konfiert? Konfiert, ja. Was ist eine konfierte Gans? Eine konfierte Gans ist, also konfieren generell heißt, dass du das Fleisch, also meistens hat man Fleisch gemacht, man kann es zwar auch mit Gemüse machen, aber Fleisch ist besser, komplett bedeckt in Fett bei 75 Grad ganz langsam garst. Und das haben die früher immer gemacht, weil damit, wenn du das so in einem Topf drin hattest, ist alles Wasser im Grunde fast draußen. Es gart sehr langsam, bleibt saftig und dann gehst du einfach her, stellst es quasi draußen vor die Tür in die Kälte, das hat man im Winter gemacht. Und dann schließt es oben ab, es wird ja fest und somit ist es dann konserviert über den Winter. Aber es bleibt besonders zart, das ist das Schöne und sehr aromatisch. Also das ganze Aroma kommt relativ kräftig rüber und bleibt wahnsinnig saftig. 75 Grad? Mhm. Also das ist dann so kaltes Frittieren sozusagen? Oder? Ja, Niedertemperatur gar nicht. Ja. Oder? Ja. Alfons, Niedertemperatur frittieren lernen wir hier gerade. Das ist doch auch dein Thema. Du sagst, es wird ja grundsätzlich zu heiß gekocht. Konfiert? Aber man muss doch mal Folgendes sagen. Wir machen das seit 30 Jahren so. Also wir gingen seit 30 Jahren schon mit der Temperatur runter. Ja. Fisch bei 80 Grad. Das ist ja, sagen wir mal, nichts Neues. Das ist ja etwas, wo man immer schon gemacht hat. Das muss man mit Gänsekeulen machen. Also auch sagen wir mal, Entenkeulen, die jetzt ein bisschen zäher sind. Wenn du die konfierst, die werden bitterweich. Lichter, machst du ruhig. Lichter stört den Unterricht. Ich höre nur zu, weil für mich war niedrig Temperatur. Konfieren, sagt dir das was? Ja, ich bin froh, dass ich jetzt mal richtig gehört habe. Ich dachte immer, das heißt übersetzt eingebildet. Weißt du, konfierte Gans. Also, ich belahne ununterbrochen. Weißt du, Niedrigtemperaturgarn ist doch wie Petting, oder? Also, und so ganz das langsam. Ding saugt sich dann jetzt mit Fett richtig voll, oder nicht? Nein, das saugt sich gar nicht voll. Das isoliert ja und gart ganz langsam in Fett. Das kannst du zum Beispiel, könntest du auch einmal, wenn du einen Thunfisch oder irgendwas hast, dann gehst du bei 60 Grad rein, dann geht der wunderbar. Ja? Ja? Und nicht zu heiß immer. Das Problem ist, das Eiweiß geht alles kaputt bei der Hitze. Wie lange hast du das drin gehabt? Ja, 7 Stunden braucht die Gans schon. 7 Stunden? Also die Entenkeule geht schneller. Ja. Da bist du je nach Größe aber so zwischen 3 und 4 Stunden. So, und das, was du jetzt hier hast, ja, also das hast du schon mal vorbereitet. Das ist die konfierte Gans, 7 Stunden Niedrigtemperatur frittiert. So, also, normalerweise ist noch ein bisschen mehr Fett oben drauf, dass es komplett abdeckt. Ja. Und dann nimmt man sich einfach so eine Keule raus und das muss leicht lauwarm sein. Und dann kannst du wunderbar eben dieses Fleisch vom Knochen abziehen. Und das habe ich hier schon. Das schaut natürlich jetzt so ein bisschen, sagen wir, rustikal aus. Aber es hat damit was zu tun, ich zerzupfe jetzt dieses Fleisch. Zerzupfen. Das ist auch ein schönes neues Wort, das wir jetzt wieder lernen. Zerzupfen. Horst, neues Wort für dich. Das ist wahrscheinlich eher die Aussprache. Zerzupfen. Zerzupfen. Ja. Das habe ich auch schon mal gehabt, wenn du viel Zwiebeln isst. Ja. Was? Oder? So was in der Art. Darf ich mal? Du meinst, wenn es Winde gibt unter der Bettdecke, ist das dann, ich habe mich gerade zerzupft, mein Schatz, oder was? Guck mal, das ist aber relativ, ich sag mal so, dieses Butterweiche, das ihr sonst so habt, haben wir jetzt hier nicht. Ja, das ist nur, weil es ein bisschen jetzt von der Temperatur ein bisschen abgekühlt ist. Also, aber wenn, es wird misslungen hier, ja? Nein. Das ist ja jetzt Zimmertemperatur. Und in dem Moment, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, ist es dann butterweich, also richtig zart. Ja? Okay. Und diese Stücke, die wickele ich dann nachher mit ein bisschen Blaukraut in so einen Frühlingsrollenteig ein und wenn sie rausfrittiert. Das heißt, wir geben der Gans wieder eine knusprige Hülle. Nicht aus ihrer Haut, sondern in dem Fall mit ein bisschen, dem Teig her. Dem Teig, ja. Du weißt, aber, was du kochst heute. Ja, doch, ich hab's gelesen. Das hilft immer. Alfons hat ja heute, glaube ich, sein Rezept nicht verändert, was unter anderem daran liegt, dass er es jetzt 3 Minuten vor der Sendung überhaupt abgegeben hat. Ich lese mal vor, Alfons. Ja, ja. Das ist ein guter Tipp. Also, wir reden gleich noch ein bisschen über Blaukraut. Ja. Woher hat das eigentlich seinen Namen? Blaukraut im Süden heißt eher Rotkraut, ne?
Sag, im großen Teil Österreich, warum? Na, Bier sagt Blaukraut. In Bayern sagt Blaukraut, Blaukraut, ja. Rotkraut, glaube ich, ist... Die Österreicher sagen, ein großer Teil zumindest Rotkraut. Nee, es hat damit was zu tun. Wer sagt von Ihnen Blaukraut? Hände hoch, wer sagt Blaukraut? Aha, wer sagt Rotkraut? Wir. Das ist Maria. Das ist gleich. Rotkohl? Ja, ist das gleich. Wer sagt ganz was anderes? Wer von Ihnen sagt Kappes? Was? Kappes. Hier. Kappes ist Weißkraut. Schwätzke, Kappes. Aha. Kappes ist Weißkraut. Ausgerechnet die Männer kennen sich damit aus. Ein Wahnsinn. Das finde ich das schönste Wort für Kraut. Kappes. Kappes, ja. Das hast du das schon mal gehört? Ja, gehört schon. Kappes. Du nimmst aber in deinem Land ist dieses Wort, das du gerade brauchst. Ja. Genau. Und ob Blaukraut oder Rotkraut ist doch wurscht. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt. So sieht's aus. So, Alfons, pass auf. Ja, wie geht's deinem Huhn? Ja, ja. Schau, ich hab das. Also du dann mein Alpenlachs muss jetzt in den Ofen rein. So, genau, jetzt pass auf. Also, wunderbares Gericht und ein ganz spezieller Fisch, den uns heute Alfons Schubeck mitgebracht hat. Alpenlachs auf Kresse-Soße mit Vanillemais. Du hörst vereinzelte Buh-Rufe, hört man da. Na, nicht Buh. Nein, Buh. Ich hab's genau gehört, das war Buh. Ja. So, Alfons. Wir machen überzeugen. Wie kommt der Lachs in die Alpen? Und wenn ja, also warum? Also so, das gab's 1979 einen Österreicher, der kam aus Niederösterreich, der hat in Kanada diese Lachse da alle bewundert und der hat sich gedacht, das mache ich jetzt in Österreich auch. Ja. Dem ist es sehr gut gelungen, denn der Vorteil von diesem Alpenlachs ist, der ist jetzt nicht so groß, aber der hat wahnsinnig viel Omega-3-Fettsäure als Fisch. Ich schau ihn mal genau an. Das ist ein Alpenlachs? Ja. Ja, ja. Der schaut so ähnlich aus wie du. Schau mal her. Also hier. Das ist er nicht. Der ist stromlinienförmig, das ist ein fescher Bursche. Fescher Bursche. Fescher Bursche. Glänzt auch noch. Ja. Der hat auch wesentlich kräftigere Flossen. Klar, braucht er ja auch einen Berg. Ne? Richtig, um hochzukommen. Ja, das ist aber interessant, oder? Und jetzt pass auf, und es ist ja so, dass die, dort wo es gezüchtet werden, diese Omega-3-Fettsäure entsteht ja nur, wenn der Fisch sich richtig bewegt. Und die haben in ihren großen Weihern oder was auch immer da haben sie so Gegenstromanlagen, dann haben sie bei den Fütterungen, deren so einmal donauf, der sehr richtig rumeinander düst, damit sich der richtig bewegen kann und dann ist der Fisch auch wesentlich gesünder. Also ein Fisch, der nur steht, der ist ja nur fettig, das bringt ja gar nichts. Ja. Moment, das widerspricht aber dann den Aussagen, die wir hier mal tätigen zum Thema Aquakulturen. Naja, ja, du, ich möchte eins sagen. Diese Zuchtfische, die werden auch immer besser. Also die haben sehr viel gelernt, die werden immer besser. Haben die Fitnessgeräte? Fitnessgeräte nicht, aber irgendwo musst du ja den Fisch vom Aussterben ein bisschen bewahren. Ja, ein bisschen schon. Und hier hast du mit Schwermetalle kein Problem. Mhm. Also das ist eine wunderbare Ware, wenn du das jetzt anschaust. Die darfst du natürlich nicht zu heiß machen. Die gebe ich jetzt bei 70 Grad in den Ofen rein. Mhm. Ich hab den ein bisschen bestrichen mit brauner Butter. Mhm. Und dann mache ich eine Kresse-Soße dazu. Da habe ich Bock, Kartoffel koche ich gerade weich hier. Mhm. In ein bisschen Gemüsebrühe, gebe jetzt die Kresse dazu, mix es auf und zwar diese paar Kartoffelstückerl gebe ich rein, damit die Soße eine schöne Bindung wird. Ist eigentlich eine fantastische Idee, oder? Cornelia, hast du schon mal davon gehört, Alpenlachs? Habe ich schon mal gehört, habe ich noch nie probiert, aber ich bin sehr gespannt. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass Alfons endlich mal ein Gewürz mitgebracht hat, was wir alle von ihm noch nicht kennen, die Vanilleschote. Ja, absolut. Ja, genau. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja. Aber eins muss ich zur Vanille sagen, also gesundheitlich, dass es die Zellwände stärkt und dass sie antioxidativ ist, das wissen wir schon genau. Alles. Ja. Aber bei der Vanilleschote ist es wirklich so, die Leute kaufen sich keine Vanilleschote, weil sie glauben, das ist so sündteuer. Und wenn sie es einmal hergenommen haben, dann müssen sie es wegschmeißen. Ganz im Gegenteil, wenn du das Mark innen rausgekratzt hast. Diese Schote kannst du 100-mal hernehmen. Die steckst in Salz oder in Zucker rein. Dann hast du Vanillesalz oder Vanillezucker. Waschst sie wieder ab, dann kannst du es wieder hernehmen. Und Vanille lässt man prinzipiell nur 2-3 Minuten mitziehen. Nimm sie dann wieder raus, weil sonst ist sie, weißt du, zu mächtig. Also nur zum leichten Parfümieren. Und wenn du jetzt den Mais nimmst mit ein bisschen Knoblauch und Vanille, was ist denn? Da haben wir gerade eine Frage, Cornelia. Kann man sich denn dann Vanillezucker selber machen? Du schon. Hui. Ja, und welche Rolle spielt Ingwer dabei? Ja. So, ich sag dir eins, wenn du dir deinen Vanillezucker selber machst, dann kann sich einer links und einer rechts auf deinem Bart sitzen, der bringt ihn nicht mehr runter, so, dass er so hebt. Also, Alfons, wir freuen uns auf diesen Alpenlachs. Also, nach dem konfierten
nach der konfierten Gans, die wir hier schon gesehen haben, bereits das zweite sensationell spektakuläre Gericht. Ja, spektakulär. Alpenlack, der auch deutlich kleiner ist als den Lachs, den wir so aus Kanada und Alaska kennen. Ja, gut, aber das ist halt so, wenn es der Laie so sieht, dann sagt, das ist eine Vermischung zwischen Forelle und Saibling. Ja. Aber der ist unglaublich zart im Geschmack. Ist einfach auch eine gute Idee, weil du natürlich in den Alpen im Grunde ähnliche klimatische Voraussetzungen hast wie in Kanada oder auch in Alaska. So genau so ist. Schönes, sauberes Wasser, nicht zu warm. Wunderbar. Freue mich drauf, bin gespannt und vor allen Dingen natürlich auf deinen sensationellen Vanillemais. Da musst du uns dann noch mal zeigen, wie der genau geht. Alfons Schubeck, meine Damen und Herren. So, hier waren wir schon. Horst. Markus. Horst Lichter. Markus. Der Herr, der sagt, alles unter 400 Gramm ist Carpaccio. Ja. Und der sagt. Und der sagt, Sushi ist auch keine Lösung. Richtig. Greift heute zu Wolfsbarsch. Ja. Ja. In was? In Chablis? In Chablis. Wieso das denn? Ja, weil das ist Wein und das macht das erträglicher, offen. Ja? Ja, weil dann schmeckst du den Fisch nicht so, weißt du? Das ist ja. Nein, also nebenan die Damen haben schon. Was ist denn schon los mit dir? Seitdem du verheiratet bist, machst du so komisches Essen jetzt plötzlich. Ja. Immer schön für zwei. Was muss ich? Ein Ausgeben. Eine ehemalige Liebhaberin. Ich gebe nachher eine Lokalrunde, ist das okay? Scheiße. Okay. Ja. Wir senden jetzt gerade genau seit 16 Minuten und 45 Sekunden. Sind Sie bereit für ein Gläschen, na sagen wir, Sekt? Horst gibt einen auf. Oder Champagner, Horst? Champagner. Champagner? Champagner. Champagner? Ich weiß gar nicht, ob wir solche Mengen Champagner haben. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Also Horst Lichter sagt, es sollte Champagner werden. Bitte schön, wir werden uns da nicht sträuben. Ja. Gut. Gut. So. Horst, was machst du da? Pass auf, also Wolfsbarsch hat natürlich auch relativ viele Namen. Man nennt ihn also Wolfsbarsch, auch Seebarsch. Und sehr bekannt ist er halt in Frankreich unter Loup de Mer. Ja. Ist ein sehr teurer, sehr edler Fisch. Ja. Bloß die Cornelia hat mich eben gefragt, Horst, du musst unbedingt auch den Unterschied erklären zwischen Wildfang und Zucht. Ja, also, gibt es Wolfsbarsch jetzt ganz doof gefragt auch als Züchtung? Ja? Eben, ja. Das wusste ich nämlich nicht. Und das erklärt jetzt ganz kurz Cornelia im Dessert. Und danach bin ich dann wieder dabei. Ja, Cornelia, erzähl mal. Das erklärt ja auch die Preise. Ich finde, das muss man wirklich manchmal auch den Gästen erklären. Denn dieses ist natürlich ein gezüchteter Loup de Mer. Der kommt aus Aquakulturen. Die Woran erkennst du das? Sagst du das dem Lichter noch mal, dass man das P auch weglassen kann, wenn man den Namen auf Französisch ausspricht? Loup de Mer. Ja. Loup de Mer. Du kannst, auch einen auf Italienisch machen und sagst du Branzino. 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 Genau. Branzino liegt mir besser. Ich mache heute eine Branzino-Fisch. Ja, sehr gut. Aber das sind diese etwas kleineren, gezüchteten Portionsfische, die geschmacklich absolut und sehr in Ordnung sind. Ja. Aber die wirklich wertvollen Fische sind die großen. Ja, Moment. Ah, Horst hat zufälligerweise Branzino auch Branzino Grande. Jetzt, genau. Pass auf. Schau dir den an. Und das ist ein großer. Oh. Ja. Schau mal. Ja. Hast du den bestellt? Ja. Weil ich habe mir überlegt, zum Probieren, einen für die Köche, einen für unsere Küchenschlachtgewinnerin und einen kleinen fürs Publikum. Unsere Küchenschlachtgewinnerin, die wir an dieser Stelle sehr, sehr herzlich begrüßen, nämlich Penelope Moon Cantrell San Miguel. Schönen guten Abend. Da vorne sitzt sie. Ja, Sie können jetzt ruhig klatschen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, war ein ganz tolles Mädel. Ja. Ein ganz tolles Mädel. Das war das erste Mal in der Küchenschlacht, als ich fast mitgeweint habe, weil sie ist so emotional. Ja. Es war wirklich wunderschön, sie zu sehen. Das glaube ich dir auch. Ja. Sie hat schon geweint, als sie das erste Mal weiterkam. War das vor deiner Hochzeit oder nach deiner Hochzeit schon? Also, es war kurz davor. Es war kurz davor. Ja. Kurz vor Hochzeit. Und kann Penelope auch kochen? Hast du gekocht, Penelope? Ja, ne, du hast gekocht. Ja. Ja, nee, sie war zum Kochen da. Ja. Nein. Nee, war ganz toll. Nee, wirklich, das hat sie Penelope sehr lecker gemacht. Hat die Küchenschlacht gewonnen. Wir werden gleich noch ausführlich mit ihr sprechen. Penelope ist natürlich, wie man schon hört, Spanierin.
und hat ein paar sensationelle Leitgerichte angegeben. Darf ich mal vorlesen? Lauter ja. Typisch spanische Gerichte, wenn Sie mal zuhören. Also Schweinefilet mit Joghurtsoße, Pilzragout und Spätzle. Dann gab es sommerlichen Wurstsalat mit Stellenbratkartoffeln. Und dann auch noch mal. Jetzt pass mal auf. Das ist hier alles kein Zufall. Jetzt pass mal auf. Es gab dann noch, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, Wolfsbarsch in Pergament und Mascarpone-Mousse. Der feine Herr. Ja. Woher mag wohl dieses Rezept stimmen? Verstehe. Penelope, Sie kriegen gleich den allerersten Gang. Ja? Dann werden wir noch ein bisschen Gelegenheit haben, uns ausführlicher darüber zu unterhalten. Wäre schön, wenn der Herr Herrmann dann auch fertig werden würde mit seiner kalten Gans da hinten. Sie braucht Einfühlungsvermögen, die Gans. Was ist das denn hier? Ach so, jetzt dachte ich, das ist ein Wein von der Gans. Was kann ich aber nachbinden. Also eins muss ich noch machen, dann kann ich es einlegen. Also so in 4,5 Minuten habe ich es. Ja, aber was hast du denn da gemacht in 4,5 Minuten? Na, ich habe jetzt diesen Frühlingsrollenteig genommen. Ja. Also der Name, der mir vorhin immer eingefallen ist. Ja. Weil das Rezept ich aber trotzdem selber geschrieben habe. Wo wir gerade dabei sind, zeig doch mal, wie du das machst. Ja, also ich ziehe jetzt hier den Teig. Den Teig auseinander? Nein, also wichtig ist, wenn man den also aus der Packung nimmt, er wird relativ schnell trocken. Ja. Deswegen wirklich immer schauen, dass er gut abgedeckt ist. Wichtig ist auch im Fernsehen immer Pausen zu überbrücken, ne? Ja. Und dann so Schwachsinn zu beschreiben. Ich nehme jetzt den Teig auseinander. Ich nehme jetzt Rotkohl und lege ihn in den Teig rein. Der ursprünglich mal Blaukraut hieß. Was jetzt wiederum der Ball an Sie, Herr Lanz. Richtig, genau. Warum heißt es denn eigentlich Blaukraut, Herr? Nun ja, das hat eine ganz einfache Bewendung. Ja. Je mehr der pH-Wert, also sprich je saurer der Boden ist, umso blauer das Kraut. Ah, verstehe. Ja, ja, so apropos ganz einfach, kommt da ganz rein. Ja, und weil wir auch dabei sind, streichen wir noch etwas Ei drumherum. Aber nur das Klare. So, herrlich. Jetzt pass auf. So, Moment. Gewickelt ist das von da? Ja, ich schlage jetzt die Enden ein. Schau dir das mal an, wie man das jetzt richtig macht. Ja, er schlägt die Enden ein. Die Enden in die Gans. Ja. Damit da nichts rausflutscht. Ne? Ja. Und auch nichts reinflutscht, also sprich das Fett. Weil wir backen das natürlich im Butterschmalz raus. Ich meine, das ist ja eh schon so ein Diätgang. Jetzt wird alles richtig was schön im Fett gemacht. Aber da muss man was bei trinken. Warte, ich hab da mal was. Ich bin gerade so weit. Ja, warte, ich geh mal gerade gucken. Warte. Gibst du jetzt eine aus oder was machst du? Lichter! Hör doch mal hier! Mann, sag mal, wer kümmert sich denn um deinen Wolfsbarsch? So. Entschuldigung. Wo wir gerade hier vorne sind, ja? Ja. Wo wir gerade hier vorne sind, du hast nicht nur Penelope, schönen Tag nochmal. Penelope Moon, das ist der Vorname, ja? Oh, wie romantisch. Ein Wahnsinn. Ja. Jetzt will ich nicht Rückschlüsse ziehen, ob da Vollmond gerade war, als sie entstanden. Das weiß ich nicht. Aber sowas in der Art muss es gewesen sein. Horst hat aber heute auch noch eine zweite Dame mitgebracht, die er auch kurz vor seiner Hochzeit noch kennengelernt hat. Wo sitzt sie? Da oben sitzt sie. Ja. Und zwar eine Dame aus der Schweiz. Komm mal her, Kind. Aus der Schweiz. Komm mal her, so. So. Weil ich kennt euch alle aus der Küchenschlacht. Ja. So. Das hier ist aber Küchen. So. Alles Gute. Danke schön. Nein, weil die beiden waren im Finale. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne der Penelope jetzt zu nahe zu treten, weil ich sie sehr früh schon in mein Herz geschlossen hatte, war eigentlich für mich klar, so intern vom Kopf her, dass ich gesagt habe, eigentlich muss sie gewinnen. Ja. Weil sie war die ganze Woche über so überlegen, so gut und trotzdem souverän und das klappte so hervorragend. Und ich dachte, Mensch, die rockt da doch mit links. Ja. Und Penelope hatte ein paar Mal so Glück, wo du sagtest, na ja, aber hallo, ne? Ging ja, so wie bei mir halt, ja. Und dann auf einmal versemmelte sie während des Finales alles. Sie wurde nervös. Ja. Sie war fertig mit der Welt. Und ich habe im Nachhinein erst erfahren, dass sie eigentlich sehr krank vorher war und trotzdem hingekommen ist und hat das Ding so super, super schön gemacht. Verraten Sie uns doch mal Ihren Namen. Antoinette. Antoinette. Antoinette.
Froschmeier. Das war ein schöner Name. Ja. Antoinette Froschmeier. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, also sie mag Penelope die auch. Penelope Moon und Antoinette Froschmeier. Ich habe immer das Glück, dass ich so Leute habe. Ja. Aber das Glück, dass wir dich haben. Oh, danke schön, danke schön. Sie mag aber keine Froschenkel. Nee, das ist auch gut so. Haben wir schon durchprobiert. Habe ich neulich irgendwie, wurde mir neulich angeboten, finde ich ganz ekelhaft. Ich finde, das kann man nicht essen. Das kann man nicht machen. Ja, sagen wir mal so. Du kannst nicht ein ganzes Tier umbringen, um dann am Ende zwei so dünne Staxen da zu essen. Das kann man nicht machen. Ja, ja, aber Moment. Genau das Gleiche denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Steh kriege, was nur 180 Gramm wiegt. Dafür musst du kein Tier töten. So sieht's aus. Also, schön, dass Sie da sind. Ich habe größer Schneiden. So, jetzt muss auch mein Fisch. So, also. Alexander, wie geht's deinen Frühlingsrollen? Nein, einem Gänslein geht's ganz gut. Ich brauche da nur noch einen kurzen Moment, dass das rausgepackt ist und dann kann ich anrichten. Das sieht gut aus. So, bevor du soweit bist, ja, müssen wir jetzt noch einmal ganz kurz bei Cornelia Poletto guten Tag sagen. Cornelia, ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei uns in der Sendung bist. Ich mich auch. Ich sehe dich immer irgendwie in Verbindung mit Nudelteig. Ja. Und frage mich, ich habe was der Nudelteig immer einen unterm Kissen liegen. Man weiß nie. Sie hat immer Nudeln. Die Nudeln. Ja? Wer Cornelia Poletto ein bisschen kennt, der weiß, wie hintergründig dieser kleine Scherz gemeint war. Ich habe immer ein bisschen Nudelteig bei mir unterm Kissen liegen. Man weiß nie, was kommt. So, Cornelia, was machst du uns heute? Ich mache heute tatsächlich mal süße Nudeln. Und zwar mache ich kleine Tortelli. Die werden gefüllt mit einer Mischung aus Haselnuss-Nougat und dunkler Schokolade. Oh, ja. Und ist übrigens auch Horst-Thema, ne? Nougat, hast du gehört? Nougat, ja. Nougat. Ich finde Nougat super. Also ich bin sowieso auch ein großer Nussfan und Haselnüsse sowieso. Und deswegen ist das eine Mischung aus Haselnuss und dunkler Schokolade. Die Tortelli sind sozusagen die großen Brüder der Tortellini. Genau, genau. Die kleinen Brüder. Die kleinen Brüder, Tortelli. Ja. Okay. Und die steche ich jetzt so rund aus und dann kommt so ein kleiner Klaps von dieser Mischung aus Schokolade und Nougat drauf. Wird zusammengefaltet, erst so halbmondartig und dann nochmal hier vorne verschlossen. Das zeige ich nachher. Und dazu gibt es ein kleines bisschen Zwetschgen mit ein paar Gewürzen abgeschmeckt, ein Zwetschgenröster. Und dann werden diese fertigen Tortelli in einer Mischung aus schäumender Butter und Amarettini, diesen kleinen italienischen Mandelkeksen, die werden einfach zerbröselt, werden dort hineingegeben, durchgeschwenkt und dann mit den Zwetschgen und ein bisschen Vanilleeis serviert. So, und du verwendest neben dem Mehl auch Nudelgrieß, ne, genau, für den Teig. Das Warum? Ist dieser Semola di Grano Duro, das ist dieser feine Nudelgrieß, den man benutzt für den Nudelteig, damit er diesen schönen Biss hat. Und unser deutscher Hartweizengrieß, den wir kennen, der ist ein bisschen gröber gemahlen. So. Und der ist ganz fein gemahlen. Und das, was du jetzt hier machst, ist exakt der Teig, den wir auch von der ganz normalen Nudel kennen? Genau, der Teig. Der hat auch eine kleine Prise Salz. Kein Zucker drin, kann nichts. Da ist jetzt gar kein Zucker drin, weil ja eben diese Nougat-Mischung schon sehr süß ist. Und ich bin eh nicht so ein Fan von diesen Desserts, wo plötzlich irgendwie überall Zucker ist und alles so süß ist. Stimmt, ich auch nicht. Nee, du gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Also ich mag gar nicht, wenn das so süß ist. Du isst doch immer dieses Schicht-Nougat, ne? Ja, ich nehme lieber Schicht-Nougat als Zucker. Ja. Auch Marzipan ist mir da bedeutend lieber als Zucker. Als Zucker. Ja, ja, also da bin ich sowieso. Also ich mag auch nicht so fett, deswegen esse ich gerne Nüsse. Ja. Bist du immer noch auf Schicht-Nougat unterwegs abends? Nee, ich mache momentan Diät. Ich mache jetzt Diät. Ich habe mich im Spiegel gesehen und habe mich selber begrüßt, weil ich nackt war. Und dann habe ich gesagt, also, das geht nicht mehr. Ja? Ja. Ich hab mich untenrum nicht mehr erkannt. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht gewesen sein. Ja. Ja, und jetzt, wo ich Alfons gesehen habe, Alfons, mein lieber Gesangsfall. Weißt du, was schade ist, dass du keine Jacken trägst ohne Arm. Bei Alfons sagt, dass er in. Wann ist dein sensationeller Körper endlich fertig geformt? 5 Jahre noch? Ich finde ihn jetzt schon ganz gut. Er ist tipptopp. Er ist tipptopp? Ja, er ist Alfons, tipptopp. Das war. Du brauchst gar nichts zu ändern, Alfons. Ich muss noch Gas geben. Ja. Alfons, wie lange brauchst du noch, um dein Fitnessprogramm fertig zu haben? Also, wenn ich so sein will, wie ich sein will, vielleicht nur 5 Jahre. Das hast du aber schon vor 2 Jahren gesagt, dass du nur 5 Jahre brauchst. Ich habe gesagt, wenn ich 60 bin, möchte ich ausschauen wie modelliert. Ja?
Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe den Klotz schon mal rausgeschlagen. Ja? So. Jetzt geht's dann los. Jetzt wird modelliert, gell? Ja, ja, war gut. So, Alphonse, yes. Wir warten einfach ein paar Jahre, dann fallen wir unter eine andere Kategorie und dann haben wir Top-Chancen. Ja, sowieso. Gell? Ja. Der nächste Model. So, the next model. Germany's Next Top Model auf dem Land. Also, ich mache jetzt mal auf und dann musst du riechen, wie wunderbar das duftet. Mm. Oh, ist fein. Fein, gell? Fein. Müssen wir gleich nochmal drüber reden, auch welche Kräuter du da drin hast. Ja. Warum machst du einen Deckel drauf, Lea? Weil das ja so schön garen muss da drin. Und jetzt mache ich noch ein bisschen von diesem Hühnerfond dazu. Und den habe ich schon ein bisschen reduziert. Voilà. Und dann kann das so langsam hinschmoren. So, und wir... Da, ich wollte ein bisschen weniger machen. Ja. Wir haben hier, werfen zunächst mal einen Blick auf dieses fertige Gericht eines gewissen Alexander Herrmann, eine Confit de Gans. Confit de Gans. Eine Confit de Gans. Confit de. Eine Confit de Gans, die... Im Frühling so einen Teig noch mal rausgebacken, ergänzt durch Blaukraut mit einer Soße aus Apfel und etwas Wasabi mit einem Hauch Chili, sowie Gänseschü, die mit Sojasauce angereichert serviert wird. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und die... Hier könnt ihr auch dippen, wenn ihr wollt. Und dann hier. So, wie schmeckt denn die Frühlingsrolle von... Ja, braucht ein bisschen. Wie schmeckt denn die Frühlingsrolle? Ja. Sehr nach Frühling. Ah. Wir haben aber auch, also das finde ich sehr, sehr gut und das ist schön kross. Das Schöne an diesen Rollen finde ich, dass man das so schön in einer Pfanne braten kann und nicht die Fritteuse anmachen muss. Lea, bitte. Ja. Das Schöne an der Rolle finde ich, dass man sie in der Pfanne braten kann. Ja, hast du mal was Nettes zu sagen? Das ist sehr nett. Lea, sie sparen sich die Fritteuse und das ist viel wert. Rein geschmacklich, wenn einer fragt, wie war ihr Essen? Super. Sie haben es wahrscheinlich nur in der Pfanne rausgebraten und nicht frittiert. Das ist toll. Also. Ach so. Nee, ich habe aber gesagt, das schmeckt nach Frühling. Ich meine, was möchtest du denn noch? Das schmeckt wunderbar. Schmeckt nach dir, nach Frühling, nach Frühling, nach Ente. Schmeckt ganz toll. Nee, aber es ist ja alles immer so kompliziert und dann noch und dieses und jenes und so weiter und so fort. Aber wenn derjenige, der es macht, mit Liebe macht und wie du das vorhin so gemacht hast, dann so schmeckt süß. Das zauberhaft. So süß. Ja. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Herr Süß. Herr Süß. Also ist überhaupt alles süß? Ja. Dürfen wir Sie gleich auf ein Dessert einladen? Ja. Ja? Danke, ich verzichte zugunsten meiner Großmutter. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Harald Süß. Du, es bleibt ja nicht mehr übrig für den Herrn Süß. Alphons, wie schmeckt's? Ja. Frühling. Ja, was? Nein, das ist gut. Da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist was groß. Was ist denn los heute? Wir meckern nicht. Ja, was willst du jetzt da meckern? Was willst du da für Fehler machen? Du musst doch nicht meckern. Jetzt sag doch mal, was gut ist. Das ist ein super Ding. Das Blaukraut kannst du separat essen. Das schmeckt. Jetzt wickel das noch wo ein. Jetzt hat er zwei gute Soßen dabei. Was gibt es jetzt da zu meckern? Ja, nix. Sie fixen einmal. Ich finde, das ist aber keine Frühlingsrolle, sondern eher so eine Herbstlingsrolle. Es ist ja sehr herbstlich. Es ist ja auch November, ne? Es ist im Grunde fast schon eine Winterrolle. Ja. Die geht zweimal in den Winter. Komm, einmal wird es gerollt und nachher die Rolle auf der Hüfte. Ja. Also, jetzt geht's wieder los. So, jetzt aber. Also ist eine gute Rolle. Horst, wie findest du es? Ich bin nicht so wortgewandt wie meine Vorredner, aber ich muss sagen, das ist, also mir schmeckt das. Ne? Ich finde, nur vom Arbeitsaufwand ist es schon ziemlich geil. Weißt, guck mal, in 15 Minuten hast du das fertig, obwohl das Tier 7 Stunden im Öl gelegen hat. Und dann ist das schön. Das geht aber relativ zügig. Nein, aber ich finde das fantastisch. Ich habe eben das Fleisch alleine mal gegessen. Das ist ja wirklich butter und zart. Seitdem du verheiratet bist, machst du auch immer noch alles alleine, weißt du? Entschuldige, mein Schatz, aber ich darf jetzt anfassen, ohne dass es komisch käme. Ich kann jetzt immer nur sagen, du darfst Onkel zu mir sagen. Ja? Und Onkel findet das sehr lecker. Ja, ja, Onkel findet das toll. Ich habe nur den Salat eben gegessen. Nein, den darf man nicht essen. Ja, das wusste ich aber nicht. Das ist ja nur Dekoration. Also ich habe halt rein zeitlich gesehen, den Salat jetzt nur gewaschen. Jetzt hat er sowas leicht zart. Aber er schmeckt sehr erdig. Er schmeckt sehr erdig. Das ist ein Dekorationssalat. Der ist lecker, die Soßen sind toll. Also ich habe noch nichts gesagt, weil ich eigentlich die ganze Zeit esse. Und mehr muss ich doch nicht sagen. Kann ich noch einmal ins Kraut fahren? Sehr lecker. Um es nochmal abschließend zu sagen, ich finde es ganz großartig. Die Idee, Frühlingsrolle mit so einer Gans innen drin, das ist ja ein ganz Ja, und ich bin froh, dass er die ganz klein gemacht hat.
Ja. Ja, aber stell dir mal so eine Frühlingsrolle vor, du. Ich meine, hättest du mir das gesagt, ich hätte versucht, das Vieh da reinzukriegen. Ne? Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dazu. Klein. Also, ich finde das wunderschön, eine tolle Idee, habe ich so noch nie gegessen. Also, sehr lecker. Also, für mich so Anwärter auf die Vorspeise Weihnachten 2009. Wow. Ja, da kannst du quasi die Gans, die am Tag vorher übrig geblieben ist, kannst du da nochmal einbringen und alles ist riesig. Das ist aus meiner Sicht die eigentliche, wirkliche Serviceleistung. Ja, und wenn du dann hingehst, wenn noch was übrig ist und machst da Marzipan-Geramsel drunter im Blätterteig, kannst du noch als Dessert verkaufen. Ja, oder als Entrée machst du eine Sardelle, eine Sardelle. Eine Sardelle rein, eine Sardelle rein, dann ist das ein Amuse-Bouche oder was? Was macht die denn da? Ja, er guckt, ob ich, er glaubt, das sei eine Hühnerpfot. Ja, wir können das weitermachen. So, Sie dürfen gleich mal kosten von dieser Frühlingsrolle. Ja, auch Sie, Herr Süß, wir kommen gleich mal bei Ihnen vorbei. Ja? Und dann sagen Sie uns mal, was Sie von dieser Frühlingsrolle halten. Die bringe ich gleich Herrn Süß. Ja? Die ist reserviert für Herrn Süß. Ich werde für den Herrn Süß einen Teller vorbereiten und werde für die anderen natürlich noch ausreichend genügend backen. Genau. So, und wir freuen uns jetzt auf einen Zwischengang von Alfons Schubeck. Alpenlachs auf Kresse-Soße mit Vanillemais. Und farbenfroh sieht das Ganze schon mal aus, Alfons. Das schmeckt ja nicht schlecht. Schmeckt ja nicht schlecht? Nein, das ist ein Gericht. Erstens die Kresse, der Fisch kommt aus dem Wasser. Die Kresse wächst ja nur, sagen wir, ein Becken, der langsam fließt. Genau. Das war unglaublich hochwertig. Die Kresse ist ja, sagen wir mal, also man nennt sie auch die innere Sonnenbrille des Menschen, weil sie Luteinoxidoxanthin hat, was die Netzhaut wieder schützt gegen freie Radikale und für die Sehschärfe auch wichtig ist. Dann ist sie gut bei Entzündungen, bei Gelenkentzündungen, sagen wir mal, für die Leber ist sie wichtig, weil sie ein Leberenzym bildet, das ihr hilft, extrem zu entgiften. Für die Haut ist sie wichtig. Bei Zahnfleisch, wenn du ein bisschen Probleme hast mit Entzündungen. Also Kresse ist ganz toll. Aber wie essen zu wenig Kresse fällt das ist unser Problem, oder? Aber das wird sich heute ändern. Aber Hildegard von Bingen? Ja, ein bisschen. Die Hildegard von Bingen, die hat ihr Wissen sehr viel von den Griechen, von den Römern, von den Asiaten und hat das umgesetzt. Und es ist alles leider ein bisschen verloren gegangen. Du hast ein bisschen verloren gegangen. Und die Leute wären happy, wenn sie Dinge wüssten, dass sie keine Tabletten nehmen müssten und sich wieder durch gute Lebensmittel sauber ernähren könnten. Das wäre viel gescheiter. Mhm. So. Das sieht sehr gut aus. Das du uns genau. Penelope Moon. Jetzt kommt der erste Zwischengang. Die Kresse, die innere Sonnenbrille des Menschen. Serviert von Alfons Schubeck persönlich. Warum hat diese Seiten gegessen? Hast du aber nicht aufgegessen, gell? Nein. Also das möchte ich bei dem begnadeten Körper jetzt einmal. Vergesse ich das, gell? Guten Appetit, schon her. Danke. Du hast einen schönen Löffel. Ich habe einen schönen. Ja? Dankeschön. Bitte sehr. Also, Kresse-Soße, Vanillemais und dieser Alpenlachs, das kann man übrigens mit jedem Fisch so machen, dass man eine Forelle, einen Saibling, einen Zander nur in den Ofen reingibt bei 70 Grad oder 80 Grad, dann das Eiweiß degeneriert nicht. Das heißt, Sie essen das Eiweiß in der hochwertigsten Form. Und wenn Sie Fisch zu heiß machen, dann geht das Eiweiß kaputt und ist er wertlos. Also das ist das Problem. Siehst du nicht, wie die Frau Kruse schon gequält guckt? Die will doch essen. Ja, bitte. Nein, dann. Guten Appetit. Das ist viel zu schön zum Essen. Guten Appetit. Wie lange hattest du denn das drin? 10 Minuten. 10 Minuten? Also, 10 Minuten. 10, 12 Minuten bei 70 Grad, 80 Grad. Diese 10 Minuten erinnert mich an einen berühmten Landsmann von dir. 10 Minuten. Dann starten Sie praktisch direkt mit dem Zwischengang. Alphonse, darf probieren. Man diese Kresse-Soße auch essen, wenn man von alledem nichts hat? Ja klar, du schon. Du schon. Können Sie einfach das Händel drüber geben. Doch, leg los und es ist so. Kalt. Die ist nämlich ganz wunderbar. Cornelia. So wichtig ist, dass der Lachs innen eben noch saftig ist, glänzt innen. Ich habe oben ganz leicht abgeglänzt mit brauner Butter, aber ein bisschen Chilisalz draufgeben. Chilisalz. Und den Mais habe ich ein bisschen angeschwitzt in einer Knoblauchzehe, zwei, drei Scheiben mit ein bisschen Vanille. Ja, gerne. Mhm. Aber hier ist auch eine Gabel. Man hat das Gefühl, Alfons will sein Gericht beschützen. Ja? Danke. Ja, er hat auch recht. Aber sei ganz ehrlich, das ist saugeil. Ich meine, wir haben ja heute schon auf ganz hohem Niveau begonnen, finde ich, mit der Frühlingsrolle. Wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte das ein ganz toller Abend werden. Ja, ich habe eben die Kresse-Soße alleine probiert und habe schon gesagt, sie ist lecker, aber sie ist nicht so kräftig vom Geschmack. Aber mit dem Fisch zusammen hast du auf einmal so, boah, das ist so toll. Also, ich habe auch schon vorher. Auch wenn es schleimig klingt, das ist rattenscharf. Sehr lecker. Ich finde es kräftig. Also aber die Soße allein ist nicht kräftig. Findest du?
Nein. Also ich finde die auch so kräftig, vor allem in der Hinsicht, das schmeckt so richtig schön, satt nach Kresse, ohne dass es irgendwie aber sie ist nicht so rustikal. Okay. Guck mal, wenn du mit dem Fisch zusammen kannst, das ist jetzt für die Kamera wichtig. Zart. Richtig schön. Wo ist die Kamera? Das ist jetzt wichtig. Hol die Kamera. Hol die Kamera her. Jetzt hol doch einmal die Kamera. Schau her, das ist wichtig. Dieses Glänzende, das ist es. Nicht oben durch, unten auch durch kein und Weißes. In der Mitte, sondern kein Weißes. Kein Weißes. Eiweiß ausgetreten, hochwertig, ohne Ende. Auf geht's. Okay, auf geht's. Cornelia, ich finde eine gute Schärfe, nicht so schlecht. Mir schmeckt's auch. Dann werden wir mal probieren, oder? Haben wir schon probiert. Super. Sehr, sehr gut. Wobei, Alfons, weißt du was? Ich finde ja, das Chili, ne, da oben drauf, hat's für mich jetzt gar nicht gebraucht. Na, ich mag das. Ah. Weißt du warum? Ich weiß, ist alles Geschmackssache. Weißt du warum? Das, was die Leute vielleicht nicht so wissen. Chili erhöht das Sättigungsgefühl. Also wenn du Dinge mit Chili würzt, dann bist du viel eher satt. Du isst jetzt nicht so viel. Das ist gut für uns. Sehr gut für uns. Und es greift die Fettzellen an. Ja. Also gibt es richtig Zunder. Und Ruhe bitte. Ruhe bitte. Und der Helicopacta. Magengeschwüre. Nicht der Helikopter, sondern der Helicopacta. Ja, der wird angeballert. Der ist weg. Das ist Chili. Das Bakterium, das... Ich hab noch nicht gesagt, wie gut es ist. Helicobacter. Ich muss auch noch sagen, wie gut es ist. Ja, eben, ich höre. Ja, also, ich habe die Soße zwischendurch immer geschmeckt und ich habe immer zum Alfons gesagt, lass sie so sein, wie sie jetzt ist. Sie ist ganz hervorragend. Die Soße ist super gut und beim Fisch finde ich es einfach eine fantastische Kombination. Und jetzt kommt das Allerschönste, wenn man sagt, lass deine Ernährung deine Medizin sein. Alfons ist ein fantastischer Arzt, von dem ich mich gerne bearzten lasse mit solch wunderbarer Medizin. Und du bist ein fantastischer Arzt und man braucht keine Pillen zu schlucken, man kriegt nur das beste Essen. Und das liebe ich sehr. Also, und das ist ja auch präventiv, gell? Das ist das Beste. Arzt und Frauen kannst du ja auch bei Alfons im Restaurant essen mit AOK-Karte. Ja, du kannst jetzt bei Alfons Vorspeisen essen mit AOK-Karte. Ah, das ist die Karte. Ja. Mit 10 Euro wird abgerechnet. Ja. Anstatt die Kreditkarte. Oh, sie gucken aber schlecht. Das ist wirklich gut. Traumhaft. Braucht man beide nichts dazu sagen. So, Lea. Die Latte liegt hoch, möchte ich mal sagen. Ja, es dampft. Ja, aber ich habe ja mal so schön gesagt... Dein Huhn, von dem wir immer noch nicht so ganz verbindlich wissen, ob es männlich oder weiblich war. Es war ein bisschen männlich. Also krieg mal da rein. Ist ja heute nichts mehr so ganz präzise, gell? Ja, was soll ich machen? Da picken, um zu sehen, ob es schön zart ist. Picken, um zu sehen, ob es schön zart ist? Ja, rein picken. Oder wie sagt ihr denn hier? Reinstechen? Ja, ja. Reinstechen, ja. Ist es gut? Es ist super. Lea, es ist super. Mache ich hier noch eine kleine Soße dazu, zum Hinknien. Denn das Huhn, ich habe ja mal gesagt, ein gutes Huhn ist wie ein guter Freund. Das Huhn macht sich eigentlich die Soße selber. Also wenn man ganz hochwertige Lebensmittel hat, dann braucht man gar nicht so viel zu machen. Man sollte eigentlich nicht zu viel machen. Und dann schmeckt das ganz fantastisch, weil das Huhn sorgt schon dafür, dass es bis zum Schluss auch glücklich gegessen wird. Ja, ihr kanntet euch vorher, ne? Du und das Huhn. Ja, ja. Das Gefühl habe ich ja wie gerade. Und sag mal, Lea, dieses Ding ist jetzt gar nicht kross, ne? Nein, das ist ja... Durch den Deckel. Ja, das soll auch nicht, das ist ja eher so pochiert, also geschmort oder wie ihr das nennt. Aber so wie ich es vorher präsentiert habe, kannst du es auch ganz in den Ofen machen. So, und dieses eingewickelte Ding hier ist ein... Bouquet garni heißt ein... Zieh mal mit Frühstück. Ja, das ist Chambre garni. Ja, so ähnlich. Ja. Aber hier habe ich in Porree. Ja. Thymian, Lorbeerblatt und ein bisschen Knoblauch eingewickelt. Und das ist mein Bouquet Garni und der aromatisiert das während der Garung. Okay. Voilà, jetzt mache ich die Soße. Also, es riecht phänomenal. Es riecht phänomenal. Was hast du da alles drin in diesem Bouquet Garni? Ja, also nur ein bisschen Thymian. Das und ein ist bisschen alles, Petersilie. Ja? Ja. Petersilie, Thymian, was noch? Ich mache kein Lorbeerblatt rein, weil ich das nicht mag. Ich mag kein Lorbeerblatt. Grundsätzlich magst du den Geschmack von Lorbeer nicht? Ich finde, das macht das trocken. Okay. Also wenn Lorbeerblatt, dann nur ein Hauch. Nicht so viel. Cornelia, ich glaube, das wäre auch was für dich hier. Komm mal. Guck mal. Ja. Komm rüber, ich komme. Ich muss jetzt die Soße hier binden. Wir müssen binden. Gleich noch mal eins zusammen fertig machen, ne? Bevor du dann soweit bist. Nee, ich sprach gerade zu Cornelia. Cornelia, schau mal hier. Wie findest du den Geruch? Also, ich soll riechen. Ja, riech mal. Ich wusste nicht, was ich soll. Ja, du sollst mal riechen. Ja, toll. Muss man dir sagen, super, dass du daran riechen sollst, Schatz. Nee, ich dachte, es geht schon was los. Was ich interessant finde, ist, dass Lea sagt, Lorbeer macht das Fleisch trocken.
Also nee, den Geschmack, gibt einen trockenen Geschmack. Für mich, ich mag das, der Geschmack, das ist ja jetzt so Geschmackssache. Ich mag Lorbeerblatt nicht so enorm. Okay. So, so da hinten haben wir noch... Ich habe da ein paar Steinpilze dazu gemacht. Wie bindet denn deine Soße hier so? Ja, hier so mit ein bisschen Sahne und ein bisschen Ei. Aber ich mache vorher, um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich ich brauche eigentlich keine Butter, war genügend so drin. Guck, also ein bisschen hier. Sahne, ein bisschen Ei. Ja, und ich mache eigentlich das Feuer, also man soll das vom Herd nehmen. Denn das Ei darf nicht, kochen, gell? Sonst, okay. Sonst floppt es aus. Ja. Sonst macht es mir ein. Was hast du schon noch nicht probiert? Also Lea sagte vorhin, Eigelb mit Sahne. Huhn macht sich die Soße selbst. Legieren. Das habe ich früher immer falsch verstanden. Ich habe auch immer gedacht, also wenn der Huhn sich die Soße selber macht, musst du nicht dran arbeiten. Sprich nicht weiter. Nee, ich sag nichts dazu. Ja. Wie findest du, dass mein Huhn sich die Soße gemacht hat, Alphonse? Finde ich gut. Das ist gut. Also sie darf nicht mehr garen. Guck, sie ist jetzt schön. Das muss man jetzt sehen. Sie ist jetzt richtig schön. Jetzt ist die geil. Können wir das mal zeigen hier? Ja. So. Du hast jetzt was noch mal dazu gepackt? Ja, sie kommen ja etwas zu dünn? Zu farblos. Ja. Nein. Unintensiv. Ich kann das nicht sagen. Das ist halt, wenn man Koch ist oder Köchin, dann muss man nicht immer alles erklären, um es zu machen. Naja. Man macht das aus dem Gefühl raus. Okay, was hat dir nicht gepasst an der Soße? Ich habe sie ein bisschen sehr gebunden gefunden. Aber sie soll ja auch das Fleisch schön nappieren. So, was ist da jetzt drin? Es ist Wahnsinn. Es ist gar nichts drin. Es ist nur der Sud vom Huhn? Mein Huhn? Ja. Und dann natürlich Ei? Ja, aber ich habe auch ein Meursault reingetan. Ich überlasse dir nichts dem Zufall. Eben. Ja. So. Ja, das ist ja Leas großes Thema immer, ne? Soßen. Wie findest du diese Soße? Gut. Jetzt muss ich mal Folgendes machen. Also Lea, deine Soße begeistert mich total. Das freut mich sehr. Wenn du fertig bist, ja? Ja, ich bin fertig. Mit der Soße, die brauchst du doch noch, ne? Ja, ich pack dir den Rest dann ein. Ich würde dir das gerne mal klauen und einfach mal kurz durch die Reihen gehen lassen, damit sich die lange Anreise auch gelohnt hat für die Menschen. Ich mache hier dann ein bisschen so drüber für uns. Voilà. Und hier kannst du dann durch die Reihen gehen. Und eine kleine Portion für Penelope. Ja, ich mach dir einen schönen. So. Wo sind die Soßenfans? Soßenfans? Ja? Dann versuchen Sie doch mal. Also ganz klassische Küche. Lea, Sud vom Huhn. Das Huhn macht die Soße selbst, ist der Satz des heutigen Abends. Das möchte ich auch mal können. Aber es ist ein 30-Euro-Huhn. Das sind jetzt schon mal 10 Euro, die Sie jetzt gerade auf dem Tisch haben. Sehr gut. Ist gut? Ja. Hat sich die Investition gelohnt? Kein Bio-Huhn? Moment, Lea, Bio-Huhn? Ja. Bio-Huhn? Bio, wie? Presse. Ein Bio-Huhn, der hatte Sandaletten an. Ja. Möchte ich nämlich gleich wieder ab, ja. Soßen? Wo sind die Soßenfans? Gerne. Ja. Sie sind auch der Herr mit dem Weißkraut, ne? Ganz genau. Ja, Sie habe ich mir gemerkt. Ja. Sensationell. Sie müssen aufpassen, Sie müssen die Glaubwürdigkeit schon bewahren. Ne? Wenn Sie zu übertrieben machen, okay. Also dann mach kann es passieren, dass die Leute zu Hause sagen, die haben Sie abgesprochen. Mhm. Ja. Aber gute Soße, ne? Traumhaft. Sensationell. Sensationell. Versuchen Sie mal zu beschreiben, das Mundgefühl. Ja, es ist so ein ganz... Okay, ich komme gleich nochmal vorbei, ja? Ganz klar. Ja, okay. Ein Löffel nehme ich Ihnen gleich ab. Also. Jetzt gehe ich zu Herrn Süß. Der ist ja heute schon mal unangenehm aufgefallen hier. Herr Süß, das Dessert kommt ja noch. Ja, zunächst mal die Soße. Wo kommen Sie her, Herr Süß? Hamburg? Aus der wunderschönen Stadt Munster. Aus Munster? Hat sehr viel zu tun, die Stadt der Lili Marleen. Ja. Ja, wir fühlen uns sehr wohl in Munster. Aha. Mit all seinen Ortschaften, wie Brelo zum Beispiel. Muss ich jetzt sagen. Ja. Schmeckt ganz hervorragend. Ja. Viel besser hätte ich zu Hause auch nicht hingekriegt. Viel besser nicht. Nein. Aber ein bisschen schon. Prima. Ist prima. Ganz gut, ganz groß. Kann man mal so durchgehen lassen? Ja. Kann man so durchgehen. Löffel sammeln wir gleich wieder ein. Nicht mitgehen lassen, ja? So. Alex Alfons, wie schmeckt's euch? Wir haben es fast weg. Ja, komm, erzähl doch mal. Soße, probieren? Ja, gerne. Bitte. Sie kosten einfach, währenddessen erzählt uns Alfons, wie er das Huhn findet. Ist ein bisschen weißes. Was ist weg? Alfons, wie schmeckt das Huhn? Man kann es lassen. Ja? Man kann es lassen. Man kann es lassen, ja?
Gut. Ich habe ihn probiert. Ja, unbedingt. Sie noch? Wunderbar. Wer möchte noch? Ganz schnell. Komm, ein letzter geht noch. Sie nehmen den kleinen Löffel, das ist sehr bescheiden. Ja, noch gut. So, Penelope, wie schmeckt das Huhn? Ich werde gleich ohnmächtig. Ehrlich? Ist ein super Huhn, ne? Wow. Ja, ja, finde ich auch. Wirklich gut. So. Alexander, hast du schon probiert? Pilze isst du nicht. Und schmeckt das Huhn? Komm. Ja, das Huhn an sich selber ist ja schon mal ein Traum. Das muss man schon sagen. Und wie kosten? Unbedingt. Flügel oder Keule? Brust oder Keule? Dann gerne Keule. Gut. Dann gerne Keule. Aus Recht. Ja. Weil die Brust hast du zu Hause. Ja, ja. Ist so nett. Immer diese. Was jetzt? Weißt du? Du meinst diese kleinen Stiftereien. Immer dieser Altherrenhumor, weißt du? Das gibt's doch gar nicht. Dabei ist er doch noch gar nicht so alt. Ja, jetzt, das hast du die Kurve wieder gekriegt. Gut? Okay. Mm. Oh. Hast du geschmeckt, Alexander? Ich habe geschmeckt. Es schmeckt mir ausgezeichnet. Sehr puristisch. Dieses Huhn ganz pur mit einer sehr kräftigen Soße, gebraten in Steinpilzen. Ja, du hast willst da mehr. Das Huhn hat das allein. Findest du? Das ist ja. Mir schmeckt es wunderbar. Cornelia, schon probiert? Ja, ich habe schon probiert und ich liebe ja diese Hühner. Und ich finde, da darf man auch nicht zu viel drum rum machen. Das muss so pur sein. Ich habe jetzt noch eine Frage, Lea. Ist dieses Essen jetzt ein sehr schweres Essen oder fühlt sich das nur so an? Nein, also das hier, und das ist ja auch das, der Alfons, der sagt uns ja immer, was wir essen sollen und wie und so weiter. Ja. Aber sehr, und da wird er mir recht geben, sehr wichtig ist, dass man sich was sehr Gutes gönnt mit allem drin. Wir haben ganz ein fantastisches Huhn mit sehr gutem Wein und guter Butter und Sahne und so. Mhm. Und dann noch die Steinpilze. Mhm. Und man isst die Portion, die einem bekömmlich ist, nur von was sehr Feinem. Und dann hört man auf. Aber wenn man zu viel davon isst, das Schwere kommt durch das zu viel. Was sagt er? Alexander, was erzählst du da vorne? Naja, ich habe, nachdem wir das alles gegessen haben, noch mal eine Rolle für alle gemacht. Ja, ist gut. Jetzt muss ich halt schauen, wie das aufteilt. Ja. Schauen Sie, Sie sind... Und der Preis lohnt sich. Der Preis lohnt sich, absolut. Ja. Die Steinpilze, ne? Ja. Die schmecken phänomenal gut. Ich habe selten so gute Steinpilze gegessen. Was hast du mit den Steinpilzen gemacht? Ich habe sie in Ruhe gelassen. Ich habe sie nur in ein bisschen Butter gebraten. In Butter? Ein bisschen Salz und Pfeffer, das war's. Das war's. Und dann dieses Krosse, diese in Scheiben geschnitten und dann kross gebraten. Das schmeckt, dann kriegt das so einen schönen, süßlich-schnussigen Geschmack. Je weniger du rummachst, umso besser ist es. Ja. Je mehr du verkünstelst, umso mehr nimmst du den Geschmack weg. Deswegen die Dinge so belassen, wie sie sind. Das willst du an dem Huhn eigentlich falsch machen. Das ist eine hohe Qualität. Das aber es ist natürlich unglaublich zart, es ist saftig. Ja, aber das ist die Qualität. Und wenn du das richtig garst, wie es du gemacht hast, also was soll da fehlen? Dann lässt du die Dinge leben. Dann hat sie den eigenen Fond hergenommen, der aus dem Huhn rausgeht und ein bisschen an Chablis reduziert. Oder mehr so, entschuldige. Und dann hat sie es legiert mit ein bisschen Sahne und Eigelb. So hat man früher die Soßen gemacht. Wie fehlen die früher? Ein Wahnsinn. Also, wir halten fest. Fasti, komm. Fasti, komm, geh mal Gas. Ja. Herr Süß, was ist los da hinten schon wieder bei Ihnen? Ja, ich werde hier... belästigt werden Sie von Herrn Herrmann. Nein, sehr nett angesprochen. Aha. Ich wusste gar nicht, dass es so nette Menschen in Hamburg gibt. Ja, kommt ihr aus Hamburg? Herzlich willkommen hier. Das Geheimnis könnte sein, dass er gar nicht aus Hamburg kommt. Ja, aber jetzt ist er in Hamburg. Ja, das stimmt. Ja. Kommt die ganz raus? Wollen Sie auch mal kosten? Sie haben quasi hier jetzt die Chance, einfach was diese Rolle, die wir alle probiert haben. Der Herr Süß ist ja heute schon mal bedient worden. Sehr gerne. Das ist quasi die Nobelrolle. Die haben die Kollegen Herr Süß, alle probiert. Ihre Frau neben Ihnen? Nein. Nein. Achso, hätten wir es gedacht. Ich liebe und koche alleine. Sie kochen selber richtig viel? Ja, mein Hauptgerät ist die Mikrowelle und wir haben ja viele Discounter. Oh nee. Und da genieße ich das hier. Ja. Aber jetzt müssen Sie doch mal zugeben, dass das mal ein ganz anderes Essen ist als hier aus der Mikrowelle. Wer von Ihnen zu Hause hat eine Mikrowelle? Hände hoch. Na, wohl jeder, nicht? Ich habe keine. Wer hat keine? Ach, nicht lügen. Ich habe keine. Ich habe keine Mikrowelle. Ja, nochmal der Küche. Ja, doch. Jetzt hör mal auf. Das ist ja gar nicht süß, das ist ja richtig pikant. So. Passt? Lecker? Ja, hervorragend. Gut, wunderbar. Herr Süß, fühlen Sie sich weiterhin wohl bei uns und freuen Sie sich auf das Dessert. Ja? Und die Mikrowelle haben wir überhört. So, Horst. Also wir haben jetzt schon auf sehr hohem Niveau dreimal gegessen. Ja, da muss ich euch ja wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und jetzt kommst du.
damit er wieder vorbei ist. Ich kann nur sagen, Penelope, erzähl du selber, Kind. Penelope? Penelope ist total hingerissen von deinem Fisch. Ja, ich brauche einen Arzt langsam. Bitte? Okay. Ich brauche einen Arzt. Einen Arzt? Einen Arzt. Ehrlich, so schlimm? Nicht schlimm, gigantisch. Der Schubeck kommt. Lassen Sie mich durch. Okay, oh ja, bitte. Also passt, kann man essen? Ein Traum. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wo so eine zarte Frau mit so viel Essen hingeht. Ja. Was die damit macht. Ja, ja, na gut. Sportlerin. Horst, ja. Bist du fertig? Ja, ja, du, ich habe schon. Sag mal, was du gekocht hast. Ich habe schon gegessen, Penelope hat schon gegessen, sie ist am Belobe. Also mir schmeckt der Fisch, ist ja relativ einfach zu machen. Ja, das muss probieren. Sag mal, das ist jetzt dein Gericht. Können wir das mal in Großaufnahme einfangen? Jetzt ist es ja kaputt. Nee, zeig doch mal. Das Essen von Horst Lichter. Moment. Ist ja noch einer da. Also, so sieht er dann aber auch mal am Stück wieder aus. Ne? Da haben wir ja schon dran gegessen. So. Ne? Habt ihr alle schon gekostet? Also. Und? Ist gut? Ja. Kannst nichts falsch machen. Ne? Alexander, ja. Hast du probiert? Olivenöl? Ja, da kannst du nicht viel. So. Lea, also ganz schon ehrlich, probiert? Für mich. Ja, du konntest schon feucht machen, wenn es so trocken wird. Das ist ja nichts mehr. Also für mich ist das so, also ganz, ist ja mega einfach zu machen. So, du hast schönes frisches Gemüse, du hast einen tollen Fisch, du legst den Fisch rein, du reibst ihn schön mit Fleur de Sel ein, machst ein bisschen Chablis oben drauf, das Ganze mit einem Lorbeerblatt ab in den Backofen, 200 Grad. Oh, der lacht wegen dem Fleur de Sel, ja, weißt du, wenn der kaputt dran, weißt du? Früher habe ich auch mit Salz gekocht. Aber weißt du, das riecht man nochmal an. Lass uns den nochmal ein bisschen anrichten, du, der kommt doch. Ja. Also, das ist und währenddessen schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das Dessert von Cornelia entstanden ist. Genau, hier sind jetzt diese kleinen Tortelli. Das heißt, ich habe die hier mit etwas Eiweiß eingepinselt, ja, habe ein bisschen von dieser Nuss-Nougat-Füllung da reingegeben. Das ist jetzt das Exemplar für Herrn Süß, ja? Genau, Herr Süß kriegt eigentlich alle. Alle? Nein. Ja. Wobei Herr Süß ist tatsächlich... Jetzt wird das hier verschlossen, das ist halt wichtig, damit diese Nougat-Mischung nicht rausläuft. Und wird hier, wie stellst du sicher, Cornelia, jemand wie du, wollte ich dich immer schon mal fragen, dass diese Tortelli, Tortellini, Tortelloni, was es alles gibt, dass das Zeug dann beim Kochen nicht aufplatzt? Ja, das ist eben wichtig, deswegen nicht zu dick mit Eiweiß einpinseln, sodass es gut zusammenheftet, aber nicht zu weich wird, dass es nicht zu dick. Ja, dass der Nudelteig sich nicht wieder auflöst. Okay. Und jetzt kann man halt diese kleinen... Also ganz dünn das Eiweiß auftragen und dann funktioniert das auch. Genau, und jetzt können wir die einfach auf den Teller geben und ins Wasser werfen. Das Wasser habe ich einfach nur abgeschmeckt mit ein bisschen Salz und Zucker. Mhm. Kein Fleur de Sel. Kein Fleur de Sel. Das ist zu schade fürs Nudelwasser. Ja, ja, unbedingt. Horst, bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Oh, so sieht das aus, wenn es mal richtig angeht. Also ich bin zufrieden. Mir schmeckt der Fisch hervorragend, der Gemüse schmeckt lecker, der Fond ist sehr lecker geworden. Und man könnte auch Brühe sagen. Wenn Alfons das schön anrichtet am Teller, ist das hervorragend. Alexander, wie findest du es? Hier liegt ja die Kunst darin, den Fisch am Stück so zu garen, dass er nicht zu trocken ist. Mhm. Und vor allem aber, dass er fertig ist. Weil da ist man oft ein bisschen nervös. Und ich finde, dass das vor allem so puristisch wie Huhn mit den Steinpilzen war in der Soße, genauso ist dieser Fisch mediterran, puristisch. Und schöner kann man den auch nicht garen. Mhm. Ja? Also der Horst, der kann mehr kochen, als dass er es zugibt. Ja. So sieht's aus. Ja. Lea, hast du schon probiert? Ja. Ich habe schon probiert. Und? Das ist sehr lecker und der Horst, der hat das verstanden. Also wenn man gut mit diesen wunderbaren... Ja, sie hat einen ganzen Fisch. Mit diesen wunderbaren Lebensmitteln umgeht, dann helfen die immer bei der Soße machen. Und das mag ich so gern. Und der schmeckt hervorragend und er hat ihn richtig trättiert. Also, aber da ist richtig Chablis drin, ne? Aber richtig. Ja, ein Literchen, ne? Naja, der Fisch soll ja verwöhnt werden ein bisschen. Ja, unbedingt. Ganz, ganz gut. Wein und ganz toll. In den Koch. Ja. Genau. Danach beginnt man zu kochen. Richtig. Und dann ist das Ganze richtig relaxed. So, also, wunderbar. Horst. Ganz toll. Toll gemacht. Wolfsbarsch in Chablis. Und wir freuen uns jetzt auf ein sehr ungewöhnliches Dessert von Cornelia Poletto, das da den schönen Titel trägt: Haselnuss Nougat Tortelli mit Amaretti, Bröseln und Zwetschgen. Horst, kannst du mir ein bisschen Vanilleeis auflösen, nur als Soße? Horst? Ja. Alexander. Das ist Alexander Herrmann, Alfons Schubeck, Lea Linster und Horst Lichter. Wie brauchst du das? Komm her, wir kommen mal da. Ja, das ist zu fest, deswegen habe ich gedacht, mach ein bisschen Vanillesoße draus. So, das sind jetzt mal können Sie noch? Ein Dessert geht noch? Gut. Können wir da was rausnehmen? Ja, ein bisschen fest.
Deswegen wollte ich das einfach auflösen. Ich würde es einfach so runterstecken und sagen, so gut ist. Wo hat sich eigentlich Antoinette versteckt? Da oben. Zu Ihnen kommen wir auch noch gleich. Ja, wir brauchen zwei Portionen. Einmal für Herrn Süß und einmal für Antoinette Froschmeier. Ja. Sag mal, spinnst du eigentlich? Du darfst die doch nicht probieren. Ja, sie wollte damit sagen, das ist hanseatisch und so. Och, mein Schatz, warte doch einen Moment. Spinnst du eigentlich? Wir könnten jetzt, wenn ich ein bisschen Puderzucker hätte, würde ich ein bisschen Puderzucker drüber geben. Habe ich aber. Puderzucker, aber hast du noch hier? Das ist Stärke. Ah, das ist reine Stärke, hier? Das alles schmeckt dann besser. Dann, wenn mir jetzt das passiert, was Johann neulich passiert ist. Das werde ich nie mehr vergessen. Einer der schönsten Momente überhaupt in der Sendung, als Johann Salz mit Zucker verwechselt hat. Sensationell. Und dann versucht er, das ganze Ding zu retten. Oh ja, das war's. Und 20 Minuten später fliegt das komplette Ding hier hinten in die Ecke. Du hörst nur Johann fluchen, weil er ein zweites Mal Salz mit Zucker verwechselt hat. Da kamen auch noch irgendwelche Mädels und haben noch neue Eier gekauft. So. Fertig? Fertig. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein bisschen Vanilleeis, aber da müssen wir uns gerade drum. Das müssen wir rausprügeln. Also, wir hängen ein bisschen in der Zeit. Also, ich sag mal so: Bei dem Vanilleeis merken wir nichts von der Klimaerwärmung. Das ist scheiße hart. Ja. Aber das können wir doch schon mal probieren hier. Das ist Penelope Moon schon versorgt? Penelope bekommt jetzt sofort was. Dieses erste Exemplar? Ja. Und ihr dürft den Rest probieren. Und dann kommt noch mal Herr Süß gleich dran. Herr Süß, genau. Und Antoinette, die muss auch noch mal kosten. Wie heißt die Antoinette? Antoinette Froschmeier aus der Schweiz. Oh, ja. Von dir immer. Dankeschön. Das ist der Abend der interessanten Vor- und Nachnamen. Ja. Dankeschön. Herr Süß, Antoinette Froschmeier. Das hier ist jetzt Horst Lichter und Penelope Moon. Also, okay. Oh, ich habe noch mehr Teller bestimmt. Alphonse. Oh. Du machst da noch mehr fertig? Ja, aber ihr dürft erst mal probieren. Ja, okay. Ich probiere das schon mal. Ich gehe ganz schnell zu Herrn Süß. Herr Süß, ich hatte das angekündigt. Ich muss das jetzt auch wirklich machen. Ich kriege endlich mal ordentliches Essen heute. Ne? Und ich will jetzt einfach nur noch mal von euch schnell wissen, wie schmeckt's denn? Antoinette, Sie werden auch gleich noch versorgt, ja? Wie schmeckt's? Wo kriegt man das hin? Die Nougat-Füllung ist natürlich der Traum, aber weißt du, was ein super Tipp ist? Ich habe das gerade auch erklären lassen, wenn du so ein paar Amaretti da noch mal mit reingibst und da drin eben diese Tortellini anschwenkst, das macht so richtig was Knuspriges noch mit dazu. Ja. Das ist toll. Mm. Wirklich ein toller Tipp. Die Pflaumen sind hervorragend. Also ganz, ganz, ganz fantastisch. Cornelia, super. Ja. Kann was, ne? Mir ist es doch. Das ist so gut, Cornelia. Ja. Dankeschön. Und sie hat nicht so viel Zimt reingetan, gerade richtig. Und ich finde auch das Krosse hier an den Tortellini hier mit ganz, ganz, ganz fantastisch. Also diese Amaretti-Brösel sind eine, geben so einen Kick. Die sind so gut. Also hier große Begeisterung, Horst. Du als Nougat-Experte. Ich habe eben schon geklaut, habe deswegen einen Anschiss bekommen von der Cornelia. Sagt, das kannst du doch nicht jetzt schon probieren. Ich sag doch. Also mir schmeckt sehr lecker. Ich mag Pflaumen. Die Pflaumenzeit stimmt. Ein bisschen Alkohol war auch dabei. Also, was willst du da mehr sagen, ne? Ja, nichts mehr. Vanille also, ist mal kaum. Wunderbar. Das war's für heute. Herzlichen Dank für euren Besuch in der Sendung. Wir haben großartig gegessen. Wirklich großartig. Und der Fisch vom Lichter, der ging auch. In diesem Sinne, jetzt die Kollegen von heute Nacht. Ja, wir sehen uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.